Hallo, hier ist die Petra von Stempel dich bunt und ja, die Zeit vergeht ja immer so schnell. Wir sehen uns heute schon zu meinem letzten Projekt der Weihnachtsreihe, zumindest zu meinem letzten Projekt, das ich alleine mache. Und dafür habe ich mir nochmal, ja, wie ich finde, was ganz Gemütliches, was Weihnachtliches überlegt. Und zwar ist das so eine Pizzaschachtel, die ich gemacht habe. Und da drin, man kann es vielleicht schon erahnen, denn der Keksteller, der ist ja vorne drauf. Da drin ist so ein Keksblock. Den habe ich gefunden, den verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Ja, und den fand ich so niedlich. Das ist so ein angebissener Keks und dann hat man hier eben die Notizzettel, kann sich irgendwas aufschreiben. Der hat mir natürlich so gut gefallen zu dem Keksset, sodass ich da jetzt Weihnachtskekse mitgemacht habe sozusagen. Und wie ich das gemacht habe, wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Zimtbraun genommen, passt prima auch zum Keksblock. Der hat das Maß von 13,5 cm in der Breite, 25 cm in der Länge und der wird jetzt gefalzt. Und zwar reihum bei 2 cm und dann außerdem mit der langen Seite angelegt, nochmal von beiden Seiten bei 11,5. Die Maße schreibe ich wie immer in die Infobox, da musst du nichts mitschreiben. Jetzt knicke ich erst einmal die Falzlinien alle nach und dann schneide ich den Farbkarton folgendermaßen zurecht. Ich schneide in die Falzlinie bis zur ersten Kreuzung und zwar von der langen Seite erst einmal in alle Falzlinien. Und das werden auch alles Klebelaschen, das heißt, ich trenne hier nichts raus, sondern ich schräge dann einfach die Seiten der Klebelaschen auf beiden Seiten etwas an. Die anderen Seiten, die lasse ich gerade, die von den langen Abschnitten. So, wenn ich das fertig geschnitten habe, dann stanze ich auch auf der einen Seite gleich eine Griffmulde ein. Dann weiß ich auch, dass das meine Vorderseite ist. Da habe ich jetzt einfach die 2 Zoll Handstanze genommen und ich stanze einfach ja, so einen ganz kleinen Abschnitt daraus. Und das ist dann jetzt praktisch auch mein Deckel, das ist die Oberseite, das heißt, den kann ich auch schon bekleben, dann jetzt liegt das alles noch flach, da fällt mir das noch ein bisschen leichter. Und die Aufgabe, die ich von der Julia bekommen habe für mein Projekt, ist ja das Designerpapier Feiertagskaros. Ja, das Papier finde ich richtig super und du siehst, das fügt sich auch wirklich schön in das Projekt ein, finde ich. Hier habe ich so ein Muster in Grün und Chili genommen. Jetzt habe ich mir hier eins zurechtgeschnitten. Da gucke ich mal gerade, welche Seite mir besser gefällt. Ich finde aber diese hier schöner. Und ja, das habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Das ist einmal eine Mattung aus Flüsterweiß. Die hat ein Maß von 9 x 9 cm. Die klebe ich jetzt einfach vorne auf die Oberseite der Pizzaschachtel auf. Das Designerpapier hat ein Maß von 8,7 x 8,7. Das habe ich jetzt auch festgeklebt und dann kommt jetzt als nächstes der Keksteller. Dafür habe ich eine Mattung in Chili ausgestanzt und den habe ich jetzt, ich habe das alles hier mit Tombow geklebt, da ist gar nichts mit Dimensionals, damit das nachher nicht im Weg ist dem Band und dem Anhänger. Und den Unterteller sozusagen, den habe ich ein bisschen rechts unten in die Mitte geklebt, sodass hier links und oben noch ein bisschen mehr Platz ist. Das ist der größte Kreis mit Wellenkante. Und dann habe ich noch einen Teller gemacht in, ich glaube es ist Vanille. Das ist dann der passende Kreis mit Stickkante aus den Framelits mit Stickkante. Und dann habe ich mir einige Kekse vorbereitet und die kommen aus dem Set, das zeige ich dir gerade, Nichts geht über. Da ist ja dieser schöne Keks, die habe ich gestempelt auf Farbkarton in Sahara Sand und dann mit dem Stampin' Blends in hell Zimtbraun bemalt. Und die klebe ich jetzt so auf, dass praktisch die angebissene Ecke immer in die Mitte zeigt. Und da mache ich jetzt so einen richtig schönen Keksteller. So, und jetzt beim vorletzten, da lasse ich die angebissene Ecke nach unten zeigen, damit hier die runde Seite, die verdeckt dann eben die ganzen angebissenen Stellen der anderen Kekse. Und den letzten Keks, den klebe ich dann so auf, dass man da diese Bissstelle schön sieht.
Und dann nehme ich mir jetzt einen Stampin' Write Marker. Ich habe jetzt hier den in Wildleder. Du kannst auch den in Espresso nehmen. Dann habe ich hier einfach noch so ein paar Punkte dazu gemalt. Die Krümel. So, und dann kann ich jetzt auch die Schachtel zusammenkleben. Dafür kommt auf die Klebelaschen etwas Tombow. Und dann ja, klebe ich halt immer die kurze Lasche an eine Seite. Wichtig ist dabei nur, dass ich die vordersten Laschen, also die, die eben an unserem Keksteller sind, die klebe ich am Deckel fest. Und die anderen vier Klebelaschen, die werden alle am Boden festgeklebt. So, damit ist die Pizzaschachtel dann soweit fertig. Der Block kann dann hinein, der passt da ganz bequem rein. Und dann kann sie verschlossen werden, wie bei den Pizzaschachteln üblich, stibbelt hier hinten. Stibbeln da die Seitenteile ab, deswegen habe ich da noch ein Band drum gemacht und weil es einfach schöner aussieht. Das ist das Band in Gold aus dem Bundle oder aus dem Medley Boho Indigo. Und dann habe ich mir als Gruß ausgestanzt mit dem Produktpaket Herz erwärmen. Da gibt es ja diese schönen ja, ringförmigen oder kreisförmigen Grüße und hier gibt es einmal für Genussmomente frohe Weihnachten. Der hat mir gut gefallen. Den habe ich einmal ausgestanzt. Und da zu der kleinen Tanne gibt es auch eine Stanzform. Die habe ich einfach ausgestanzt, ohne die zu stempeln. Hier hat man ja die Stanzform für die Banderolen. Und hier ist eben diese kleine Tanne. Es gibt auch noch ein Herz, die Tasse, ein Sternchen, Schleife. Und hier ist die Stanze für den Gruß. Die Stanzt das Äußere und das Innere, sodass man eben dann wie so einen Rettungsring hat. Die Tanne in Chili und da mache ich jetzt mal ein Loch rein. Das Loch soll aber ziemlich klein sein, deswegen nehme ich dafür den Picker und keine Lochstanze und pick das da einfach, ja, einfach oben mittig ein. Dann nehme ich mir hier etwas von dem dünnen Goldfaden und dann gucke ich jetzt, dass ich den einmal durch dieses kleine Loch bekomme. So, ich hoffe, ich habe genug Faden genommen. Jetzt mache ich erstmal einen Knoten und zwar direkt über der Tanne, sodass die da schon mal fixiert ist. Dann fädle ich das Ganze einmal durch diesen Rettungsring, also so, dass eine Schnur davor, eine dahinter verläuft. Und dann mache ich darüber nochmal einen Knoten, sodass dann hinterher die Tanne nämlich genau in der Mitte des Rings hängt. Und jetzt habe ich das einfach hier nochmal an der Schleife befestigt mit einer kleinen Schleife oder mit einem Knoten. Ja, und damit ist dann dieser weihnachtliche Keksblock vollkommen kalorienfrei. Ist ein zusätzlicher Benefit. Ist der auch schon fertig verpackt. Ja, ich hoffe, dir gefällt mein Projekt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und natürlich auch noch mit den Videos der anderen. Die Sabine, die bekommt ja noch eine Aufgabe von mir und da habe ich mir das Produktpaket herzerwärmend ausgesucht. Viel Spaß, Sabine, mit deiner Aufgabe. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.